Und moderiert wird Jagerlo in dieser Woche von Dominik Büchele aus dem Badenschiss hier. Ja, komm zu uns, lass dich drücken, komm her. Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du herzlich da bist. Herzlich willkommen, abklatschen, Shake machen und so weiter und so fort. Die Nummer 1 hier ist Dominik Büchele mit seiner Band und Closer to Heaven. Es kommt mal wieder Werbung. Aber nach der Werbung kommen die Veranstaltungstipps und ein kleiner Bericht über meine Zeug zum Superstar, weil... Weil ich locker habe. Ich esse am liebsten? Ich esse am liebsten alles. Dranbleiben. Dranbleiben. Ja, gern. Du bist der vierte und Superstar der Herzen bei DSDS gewesen. Sein Name Büchele. Dominik Büchele. Ja, und richtig raufkloppen, genau. Mit Schmackes Vollgas geben. So sieht's aus. Dominik übernimmt da mal kurz. Und Andrea, schlag zu. Stell dir vor, es wäre dein Freund, der an dir Valentinstag. Komm da. Der Herr Dominik Büchele. Grüß Gott. Letztlich. Um neu anzufangen, alle Sorgen hinter sich zu lassen und einfach einen neuen Tag zu beginnen. Und selbstverständlich hat jeder coole Song natürlich auch ein Video. Das hast du auch und du hast es uns exklusiv mitgebracht. Ich persönlich sehr lange gewartet habe und ich hoffe ihr auch. Der Bericht ist über einen kleinen Jungen aus Kappel-Grafenhausen. Er hat lockiges Haar und eine Gitarre und singt ein Lied, das heißt Closer to Heaven. Und hier ist der Bericht. Der deutsche Champion. Aber ich sage nein. Das stimmt nicht. Das sind gemeine Unterstellungen. Ich habe ihn eigentlich. James Blunt ist nämlich eigentlich nur eine englische billige Kopie von Dominik Büchele. Jetzt seine aktuelle erste Single Closer to Heaven auch noch. Besser kann es bei dir doch gerade nicht laufen, oder? Das kann man so sagen, ja, das stimmt. Also, ich kann man so sagen. Ich bin bereit dafür, jetzt die Welt zu erobern mit meinen Songs. Und, ja, Brand New Day. Herzlich willkommen. Hier ist Dominik Büchele. Dominik ist der Knuffeltyp schlechthin und dürfte auch aufgrund seiner sanften Stimme die Herzen der Zuhörer zum Schmelzen bringen. Schon aufgeregt? Oh. Wahnsinn! Unser aller Wuschelkopf hat es geschafft, obwohl er bei DSDS nicht gewonnen hat. Jetzt ist Dominik Büchele wieder da. Mit einfach über die Seiten, so ja, kann man die Tonlage verändern. Und jetzt? Jetzt kann ich zum Beispiel Closer to Heaven für junge Mädchen. Was du kannst, ist Gitarre spielen, oder? Ja. Und wer aufmerksam ist, guck mal da in der Ecke. Da steht auch eine Gitarre. Wenn du willst, nimm sie, dann können wir schon mal ein Stück vorgehen. Habt ihr Lust auf eine A Cappella-Version von Dominik Büchele? Ja, wir haben Bock drauf. Das klingt ganz so. Musik von einem, der, obwohl er noch ganz, ganz jung ist, weiß, Musik, das ist mein Leben. Ich will singen, ich will auf der Bühne stehen und ich freue mich sehr, dass er mit seiner zweiten Single aus dem allerersten Album bei uns im Fernsehgarten ist. Ich kenne ihn, weil ich gucke ja Castingshows. Dominik Büchele, Brand New Day. Willkommen im Fernsehgarten. Vor 2 Monaten durften Sie fassungslos beobachten, wie die erste Single Ihres Idols raketenartig in die Top 30 geschossen ist. Closer to Heaven hieß das Ding. Und logisch, dass der Dominik da natürlich auf den Geschmack gekommen ist und direkt die nächste Single. Ein Superstar darf auf keinen Fall? Auf keinen Fall seine Fans vernachlässigen. When I close my eyes, all I see is you. Like a shining star, you're the flame turning blue. You know I've waited so long, hoping you would look my way. Just a flicker of light on your beautiful face. One step
Welcher britische Sänger ist das große Vorbild von Dominik Büchele? Robbie Williams, James Blunt oder Elton John? B. B. James Blunt, sagst du? Ja. Da will ich aber auch eine Begründung hören. Warum nicht Robbie Williams oder Elton John? Weil er bei Deutschland sucht den Superstar immer von James Blunt gesungen hat. Okay, das ist eine richtig gute Begründung. Ob die stimmt, fragen wir mal. Das ist korrekt, ja. Und der Lockenkopf mit der Wahnsinnsstimme kommt. Dominik Büchele. Jetzt rockt er die Kicker-Live-Bühne. Und hier mein Gast heute, Dominik Büchele. Und kaufe ich mir? Ich kaufe mir einen eigenen See. Einen eigenen See? Ja. Na, wenn sonst nichts ist. Das ist die romantische Ader. Hat dein Leben verändert alles? Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, früher war ich Tellerwäscher und jetzt sitze ich hier beim Tigerende-Club. Eine ordentliche Geburtstagsparty ohne einen richtigen Geburtstagssong. Und der kommt jetzt, gesungen vom heimlichen Star der 6. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Ich freue mich ganz riesig, dass er heute hier ist. Hier ist Dominik Büchele mit Time to Celebrate. Die heißt Brand New Day und so klingt sie. Herrlich. Also Dominik Büchele, alle Infos dazu natürlich im Netz. Das war's mit Kika Live für heute und wir sehen uns bald wieder. Und jetzt gleich gibt's noch was Tolles, stimmt's? Ganz genau. Allein ging die Zeit, die neue Serie unbedingt rein. Ja, also früher war das ja immer ein Traum von mir, dass ich mal eine eigene CD rausbringe. Und es ist soweit, wenn ich durch Lade laufe mit Multimedia-Abteilung, sehe ich mein Gesicht im Regal. We are young and the time for hope is now. Wenn ich kein Superstar geworden wäre, dann wäre ich am liebsten? Ein Profifußballer. Echt? Spielst du gerne Fußball? Ja, sehr gern. Kannst Dominik Büchele und Band. Danke euch ganz herzlich. Den perfekten Superstar-Tag mache ich. Ein Konzert vor 500.000 Menschen. Hier ist der Aufschlag der Superstar-Herzen, Dominik Büchele, mit seiner ersten Single, Closer to Heaven. Na 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 na, na 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 na, one step closer to heaven. When I close my shining star, you're the flame turning blue. You know I've waited so long, hoping you would look my way. Just a flicker of light on your beautiful face. Hi Dominik, hey. Schön, dass du da bist. Schön nasse Händchen hier, vielen Dank. Bitteschön. Du, so habe ich mir das Rockstar-Leben aber nicht so richtig vorgestellt. Ja, jeder muss mal klein anfangen, ne? So, meine Arbeit ist getan. Ich habe hier moderiert. Es war sehr anstrengend, ein sehr harter Tag. Aber ich hoffe, ihr besucht mich trotzdem auf meiner Homepage www.dominik-büchele.de oder geht auch mal auf www.jagalu.de und durchstöbert die Internetseiten. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Oh, Scheiße.